SWS. Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu meiner Sendung Buchtipps mit Liane Römer. Die Literaturtage sind erfolgreich gelaufen in Schwerin und jeder konnte Anregungen aufnehmen. Dennoch ist es ja so, dass jeder seine eigene subjektive Rezeption vornimmt und andere Schwerpunkte setzt. Aber man wird stimuliert, wieder zu neuen Büchern zu greifen. Auf dem umfangreichen Buchmarkt kommt täglich Neues hinzu, man kommt ja kaum hinterher. Da bleiben auch bei mir viele Bücher auf dem Stapel liegen, die ich sonst längst lesen und hier vorstellen wollte. Ich habe diesmal zum Beispiel gleich zu Elke Heidenreichs Buch, hier geht's lang gegriffen, sodass erst einmal anderes Empfehlenswertes liegen blieb. Aber es ist nun mal so, dass Elke Heidenreich immer eine Lesebevorzugung wert ist. Ich möchte natürlich auch auf Bücher Weihnachtsgeschenke hinweisen. Es gibt ja nichts Schöneres als ein neues Buch zu Weihnachten, mit dem man sich für oder bis zum Rest des Jahres in einer Sofaecke gut aufgehoben fühlen kann, auch wenn zwischen den Buchseiten viel Dramatisches geschieht. Aber nun erst einmal zu meinen drei Buchtipps. Da habe ich Elke Heidenreich, hier geht's lang, aus dem Eisel Verlag 2021. Daniela Krien, der Brand, aus dem Diogenes Verlag 2021. Eine Lesung daraus macht die Autorin am 20.11.21 hier bei uns im Theater in Schwerin. Und Alexander Wolf, Das Land meiner Väter, aus dem Dumont Verlag 2021. In Hier geht's lang erzählt Elke Heidenreich uns ihr Leseleben, von der Kindheit an bis jetzt. Das Lesen hatte für mich eine tröstende und Leben erklärende Funktion, schreibt sie, die als Kind von Eltern aufwuchs, die sich nicht liebten. Die Aussöhnung fand sie bei den Brüdern Grimm oder Astrid Lindgren. Sie sagt, Erwachsene ohne deren Geschichten wären seltsam kalt. Bücher beeinflussen das innere Leben der Menschen. Sie zeigen, wie hässlich Neid, Eifersucht, Gier sind. Zu Hause gab es wenig Bücher. Vom ersten Taschengeld kaufte sie sich 1956 Falladas Kleiner Mann, was nun? Und schwärmte für Lämmchen. 2 Jahre später verließ sie ihr Zuhause, zog zu Pflegeeltern, bei denen es meterweise Bücher gab. Sie hatte Glück mit den Deutschlehrerinnen, die ihr Schiller, Kleist, Brecht beibrachten. Sie entdeckte das Geheimnis der Gedichte von Mascha Kalecko oder Else Lasker Schüler. Gottfried Benn wurde ihr Held in Sachen Lyrik. In ihrem langen Leseleben ist sie vor allem durch Bücher von Frauen geprägt worden. Immer wieder spricht sie bewundernd von Christa Wolf, Virginia Woolf, Hannah Arendt. Begeistert ist sie von der Dänin Tove Ditlevsen, die neu entdeckt wurde. Nach bedrohlicher Krankheit startete Heidenreich ins Berufsleben, indem sie mit Büchern, auch mal mit Männern, lebte. Heidenreich will Literaturvermittlerin sein, nicht Kritikerin. Sie gibt zu, dass man zum Lesen auch eine bestimmte Begabung braucht. Wer die hat, wird auch lesen. Zum Lesen keine Zeit? Keine Zeit für dieses Glück? Ich fasse es nicht, ruft sie aus. Und sie sagt, Frauen nehmen mich an die Hand und sagen, hier geht's lang. Aber natürlich kommt die Literaturenthusiastin ohne männliche Buchschreiberin nicht aus. Fast jedes Buch öffnet ihr frei nach Maxim Gorki ein Fenster in eine neue, unbekannte Welt. Daniela Krien sagt im Interview mit Dennis Scheck, sie träume und spreche mit ihren Figuren. Das tat sie gewiss beim Schreiben ihres neuen Buches Der Brand. Wir nehmen ihr die beiden Protagonisten Peter und Rahl, er Uniprofessor, sie Psychotherapeutin, sofort ab.
Das Paar ist seit 30 Jahren verheiratet und am Tiefpunkt seiner Ehe angekommen. Sex gibt es nicht mehr, die erwachsenen Kinder verbinden sie noch. Freundin Ruth bittet sie, ihren Bauernhof zu betreuen, da sie ihren Partner Viktor zur Reha nach Ahrenshoop begleiten und dort betreuen will. 3 Wochen haben die beiden Großstädter in der Uckermark Zeit, ihre Probleme zu lösen. Peter ist genervt von den Zuständen an der Uni, seine Germanistikstudenten lesen nur Auszüge von Büchern. Bei all den Problemen haben sich Rahel und Peter nicht unterstützt. Als Ehepartner versagen sie, als Eltern funktionieren sie noch. Beide lieben ihre erwachsenen Kinder, obwohl diese sich nicht nach ihren Wünschen entwickeln. Tochter Selma war als Heranwachsende zügellos und wechselhaft. Rahel geriet mit ihr, die sich stets schlecht bewertet vorkam, oft aneinander. Ähnliches erlebt sie in ihrer Praxis, in der junge Leute, die im Leben nicht zurechtkommen, meist die Schuld bei den Eltern suchen. Satte Zeiten bringen schwache Menschen hervor, denkt sie. Für Peter ist es die Beschäftigung mit den Tieren auf dem Hof, die ihm ein neues Selbstwertgefühl gibt. Man spricht ein wenig miteinander, geht sich aber sonst aus dem Weg. Denken beide an Trennung? Rahel kennt vieles aus ihrer Praxis. Die jungen Leute schmeißen die Berufe hin, brechen Ausbildungen ab, beenden Beziehungen. Das alles geht ihr in der Zeit der Pandemie durch den Kopf. Muss auf die schöne, leichte Zeit eine harte folgen? Die Eheleute ziehen sich zurück und nähern sich wieder an. Die Liebe ist nicht tot. Aber da stirbt der alte Freund Viktor. Nun müssen sie der Freundin Ruth beistehen. Sie haben eine gemeinsame Aufgabe. Das gibt Hoffnung. Diese feinfühlig erzählte Beziehungsgeschichte spiegelt unseren Alltag. Sie liest sich leicht und flüssig. Und wie schon erwähnt, die Bestseller-Autorin stellt am 20.11. im Staatstheater Schwerin ihr neues Buch vor. Der amerikanische Journalist Alexander Wolff geht in Das Land meiner Väter den Spuren seiner Familie nach. Für mich war zuerst interessant, was er über seinen Großvater Kurt Wolff, den bedeutenden deutschen Verleger, herausfand. Schließlich hatte dieser Gottfried Benn, Franz Werfel, Franz Kafka verlegt, 1918 Heinrich Manns, Der Untertan. Kurt war einmal den Schwiegereltern der Pharmafamilie Merck wegen mangelnden Geschäftssinns nicht willkommen. Aber später, für seinen Verlag, kämpfte er wie ein Löwe. Er musste 1933 Deutschland verlassen, floh mit seiner zweiten Frau in die USA, baute mit ihr dort wieder einen Verlag auf. Alexanders Buch umspannt das Leben zweier Männer, die in Deutschland geboren und zu amerikanischen Staatsbürgern wurden. Kurt Wolffs und das von Sohn Nico, Alexanders Vater. Nach Nikos Tod wollte Alexander das europäische Kapitel seiner Vorväter besser verstehen. Nico war damals nach der Scheidung der Eltern in München zurückgeblieben. Nico erlebte die Herrschaft der Nazis, diente bei der Wehrmacht. Als Alexander seinen Vater auf einem Foto in Uniform mit Hakenkreuz sieht, durchfährt ihn ein Stich. Sein Sohn fragt sich, ob Nico wohl Schamgefühle hatte? Auf der Spurensuche begegnen wir dem Unternehmen Merck, das Zwangsarbeiter für sich arbeiten ließ, das Drogen herstellte, die Hitler immer euphorischer werden ließen. Eine jüdische Großmutter gab es in der Familie, einen Großvater, der bei der SS war. Die Familiengeschichte ist kompliziert. Nico hatte nach dem Krieg das wohlfeile bürgerliche Leben seiner Familie satt, floh in die USA. Sein Vater kam zurück nach Europa, sehnte sich nach der Heimat. Der Autor fühlt sich als Abkömmling zweier Länder. Er möchte, dass die Deutschen und die Amerikaner ihr Bestes geben, um eine Wiederholung der grausamen Geschichte zu verhindern. Dem schließen wir uns als Leser voll an.
Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, ich konnte Ihnen Anregungen geben. Als Weihnachtsgeschenk eignen sich auch allemal die beiden Bücher von Fernsehautor Steffen Schneider, Teil 1 und Teil 2 von Mit Mut, Mörtel und ohne Millionen, die wir am 14.11. vom großen Publikum mit flotter Musik am Campus am Ziegelsee in Anwesenheit des Autors vorgestellt haben. Da merkte jeder, Gutshausretter sind keine Warmduscher. Da war es so, dass man merkte, neben Mut und Mörtel ist einiges, was man mitbringen muss. Der Autor schrieb gekonnt und unterhalten seine Texte über die ungewöhnlichen Gutsherren. So, und sollten die dünnen Bücher über Weihnachten zu schnell durch sein, nehmen Sie die dicken, zum Beispiel das interessante, historisch interessante, heute vorgestellte Buch. Das eignet sich also sehr dafür, von Alexander Wolf, Das Land meiner Väter aus dem Dumont Verlag. Oder aber, das ist jetzt hier nicht dabei, der spannende Roman von Wladimir Medwejew, Im Strom der Steine aus dem Aufbau Verlag. Dann möchte ich noch auf ein besonderes Konzert hinweisen, auf ein Adventskonzert, für das in der Vorbereitung die Akteure sich besonders mit Weihnachtsengeln, mit Engeln beschäftigt haben. Im Campus am Ziegelsee warten am 4.12. um 15:30 wundervoller Gesang und weihnachtliche Musik auf sie. Es musizieren Dario Walendowski, die Möbius-Familie und weitere Gäste. Sie sind herzlich eingeladen. Und ich zeige Ihnen jetzt hier nochmal den Flyer dazu. So, nun wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und neugierig. Bis zu den Tipps im Dezember. Alles Gute, Ihre Liane Römer. SWS, Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer.